spazieren, immer bei Bilder. Und dann müssen wir auch mit dem rechten Strafrahmen und dann auch mit aufgezeichneten und Karton. Gesperrt. Ungewiss dabei bleibt, ob hier wieder Züge in Richtung Weißwald fahren werden. Da gibt es aus dem Flickenteppich erst guten und schlechten Abschnitten. Ein Instandhaltungsprozess wie in der Vergangenheit hier auch fortgeführt. Der Freistaat Sachsen hat uns zugesagt, da finanzielle Unterstützung geben zu wollen, um die Infrastruktur herzurichten. Die Gespräche sind noch nicht abgeschlossen. Wir hoffen also, dass nach dem 28.05.